Hallo, ich bin der Peter, ich bin 20 Jahre alt und lerne den Beruf Konstruktionsmechaniker mit dem Schwerpunkt Feinblechbau bei der Firma Lang und Alfdorf und ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Der Konstruktionsmechaniker fertigt aus Bleche und Profile Konstruktionen, wie zum Beispiel für den Maschinenbau. Durch Säge und Schneide bearbeitet er die Teile und das Umformen und schweißt es dann am Schluss zusammen. Vor meinem Realschulabschluss habe ich verschiedene Praktika gemacht in verschiedenen Berufe und habe dabei eben gemerkt, dass mir ein Metallberuf Spaß macht. Für den Beruf sollte man ein technisches Verständnis und etwas Fitness mitbringen und auch etwas Interesse an Mathe und Physik. An dem Beruf gefällt mir, dass ich jeden Tag etwas anderes machen kann, auch wenn das manchmal schwierig ist, weil ich mich spontan auf neue Arbeiten einstellen muss. Die Tätigkeiten von einem Konstruktionsmechaniker können sehr vielseitig sein. In unserer Firma hier fertigen wir Anlagen für die Metallbearbeitungsindustrie. Zur Ausbildung gehören auch Fertigungsverfahren wie Drehen und Fräsen. An diesem Rohr muss ich zum Beispiel zur Vorbereitung des Schweißen eine Phase andrehen. Mit diesem Beruf hat man sehr viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel im Metall- und Stahlbau arbeiten oder wie ich hier im Maschinenbau. Nach meiner Ausbildung werde ich hier noch ein Jahr arbeiten. Da ich aber im zweiten Lehrjahr mit einem Projekt der Handwerkskammer schon ein Auslandspraktikum in England gemacht habe, habe ich große Lust, nochmal ins Ausland zu gehen. Zum Beispiel möchte ich mich für ein weiteres Projekt der Handwerkskammer in Italien bewerben.